Oh, das Enzo-Paket ist da. Jawohl, endlich. Mach sofort ein Messer Beninus Update. Oh, déjà vu. Also 1200 ist es her, seitdem mein letztes Messer Beninus Video online gekommen ist. Und ich dachte mir, schauen wir uns doch mal an, was sich denn so alles verändert hat. Aber dafür springe ich mal kurz in die Vergangenheit. Wartet mal eine Sekunde. Die Hühner ist um die 11 bis 12 mm groß und die Arbeiterinnen können 3 bis 12 mm groß werden. Natürlich gibt es auch Abweichungen. Ich befeuchte sie alle 3 bis 4 Tage. Wie man hier ganz gut sehen kann, war damals nur eine geringe Aktivität auf der Oberfläche zu sehen und das Essen wurde ja auch ganz selten angefasst, was heute so nicht mehr passiert. Das Video ist in der Infokarte mit einer Playlist von meinen Messern. Aber das war's jetzt auch mit den Haltungsparametern von einem Messer. Man konnte jetzt ganz gut sehen, wie viele Ameisen eigentlich im Nest drin waren. Eigentlich nicht so viele, wenn man genau hinschaut, oder? Deshalb würde ich gleich sagen, springen wir mal wieder in die Zukunft und schauen uns da an, wie viele da jetzt eigentlich drin sind. Oh, na endlich, ich bin wieder in der Zukunft. So, jetzt kann ich euch auch endlich zeigen, wie sich meine Ameisen entwickelt haben. Und wie ihr hier schon im Hintergrund sehen könnt, ist ein richtiges Gewusel am Start. Und in den damaligen Videos hat man das auch so nicht gesehen, weil, naja, es waren halt nicht so viele Ameisen am Start. Wie wir ja gerade gesehen haben, sind sie damals auf Nahrung nicht so abgefahren. Aber mittlerweile, wie man hier sehen kann, stürzen sie sich auf das Essen. Der Unterschied zwischen Mina und Majore wird auch mittlerweile immer größer. Naja, weil Minoren halt kleiner sind und Majore 10-mal so groß sind, gefühlt. Und der Kopf der Majoren auch deutlich größer ist als von den Minoren. Aber was hat sich denn jetzt in den 12 Monaten noch verändert? Denn es kann doch nicht sein, dass sich nur die Ameisen vermehrt haben. Achso, ach ja, das Nest hat sich extrem verändert. Das Nestleben hat sich rapide gesteigert. Und? Mittlerweile ist relativ viel umgebaut worden. Nur das große Problem ist mittlerweile, die Ameisen versuchen auszubrechen. Und jetzt überlege ich, ob ich mir vielleicht doch ein neues Becken kaufe. Nur, wie ich das jetzt machen möchte, ist halt die Frage. Denn, naja, denn bloß Rohre anstecken funktioniert leider bei mir auch nicht. Denn, naja, die Löcher sind halt zugemacht worden. Aber stell man sich mal vor, ich hätte doch ein neues Becken. Was wäre dann passiert? Oder was passiert dann? Wie würden dann die Ameisen darauf reagieren? Und wie stark würden sie denn bitte eskalieren, wenn sie ein neues Becken hätten? Die würden sich dann nochmal doppeln oder sogar verdreifachen, glaube ich. Wenn sie mehr Platz hätten halt. Das ist eine ziemlich interessante Überlegung, denn jetzt könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich mir ein neues Becken kaufe. Und es vielleicht doch irgendwie schaffe, die Becken miteinander zu verbinden. Das wäre doch wirklich cool anzusehen, oder? Wie sie das ganze Nest erobern und bevölkern. Interessante Überlegung. Oh, auf das neue Nestbecken würde ich mich schon ziemlich freuen. Wann das wohl ankommt,